Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Little Farmer. So, heute tun wir weiter gruben an dem einen Platz, wo wir letztes Mal waren. Da haben wir Probleme gehabt mit dem Cursefly. Aber das funktioniert jetzt. Der hat da schon angefangen. Aber ich mache jetzt da, ich generiere da jetzt einfach nochmal einen neuen Kurs. Dann können wir den laufen lassen. Weil dass wir da mal ein bisschen vorankommen, dass ich da den Mais reinbringe. In Platz 6. Platz 6 kommt Mais. Platz 4 weiß ich nicht. Da kommt irgendeine Fruchtart. Weizen, Gerste. Da mal schauen, ich glaube Luzerne gibt es auch. Ich mache im Platz mit Luzerne. Und da kommt Raps oder irgendwas rein. Wo viel Geld bringt, obwohl das Raps könnte man zum Dieselproduktion. Ja, genau. Da braucht man Dieselproduktion. Lass man da vielleicht auf Platz 7 noch Raps drauf machen. Schreibe es mal rein in die Kommentare, was ich ansehen soll auf deine Netz oder was ihr gern für eine Fruchtart wollt, dass ich ansehen soll. Da kann ich es mir überlegen. Also Raps und Mais brauche ich. Will als erstes möchte ich Biogasanlage betreiben oder in Betrieb nehmen. Und da brauche ich Mais. Aktuelle Fahrzeugposition automatisch deaktiviert. Okay. Im Uhrzeigersinn, wenn die Mama eine Bahn gleich hoch runter. Ja, das sieht so gut aus. Okay. Dann soll der mal loslegen. Ja, perfekt. Ja, er grubbert jetzt nochmal die zwei Bahnen, wo schon grubbert sind. Aber es bringt jetzt nichts, wenn ich da hinter start. Bis ich da wieder die richtige Bahn gefunden habe und das Ganze. Das macht dann auch nicht mehr viel aus. Ich gerade überlege, der hat glaube 6 Meter. Mit 4. Oben. Sechs Meter. Okay. Mal, ob der drin ist. Ja, genau. Ja, der ist drin. Okay. Dann lassen wir den da mal schaffen. Der braucht ja eine halbe Stunde. Okay, das passt. Was heute ansteht, ich möchte jetzt mal an die Sägerei fahren. Ich nehme jetzt gleich den Cheesy. Ui, da brauchen wir mal auch noch. Genau, da muss man ja auch noch weiterlaufen lassen. Wo war jetzt da wieder der Kurs? Wenn ich gerade schaue, habe ich da wieder einer generiert. Okay. Was war das für ein Feld? Feld 6 war das, glaube ich. Oh, wenn man auch immer die Feldnummer vergisst. Es ist Platz 6, genau. Kalken 18 Meter, genau das ist es. Ne, zwei kombinierte Kurse wählen wir it.
Was? Kein großes Gelad, laden mit Akku. Nee, sie will die doch gar nicht. Was anhängen? Ja, genau, das ist es. Starten wir den Kollege einfach mal. Schau, was er macht. Ansonsten gehe ich einfach hin und. Ach komm. Die zwei Bahnen, die mache ich jetzt nur so, weil da muss jetzt erst wieder der Kurs suchen und dann lasse ich ihn gleich auf der andere am anderen Feld weiterlaufen. Was wir jetzt als nächstes machen, ist. Ich fahre mit dem einen GCB zur Sägerei. Nimm den mit, der Herr Hänger hat noch, glaube ich, Raps drin. Den bringe ich gleich zu der Dieselproduktion. Dass die Diesel produziert. Dann schauen wir mal noch kurz im Global Markt vorbei, was es gerade aktuell zum Verkaufen gibt und wie gerade die Preise sind. Und danach gehen wir zur Sägerei. Da muss ich jetzt gar mal nachher noch schauen. Das könnte ich eigentlich jetzt gleich mal machen. Na, kurz ausschalten. Was gerade die Holzpreise sind. Weil ich möchte das Holz, wo auf der Sägerei produziert wird, schau, zum echt guten Preis verkaufen. 6.312, okay. Weil, wenn da genügend Geld jetzt rüberkommt, möchte ich gern die zwei Felder kaufen. Also der Schlag hier, der da und der da. Da kostet beide um die 20, 25.000 Euro. Und da habe ich kostenlos Gras, brauche ich noch einmal Spritze und kann es ins Fahrsilo bringen, damit ich so schnell wie möglich Biogasanlage laufen lassen kann. Okay, die Bahn machen wir jetzt da noch fertig. Mit dem Schlepperverkauf, da müssen wir mal noch warten. Das kann ich mir jetzt neu leisten. Also, der Waltra, den behalten wir. Der hat jetzt Pflegebereifung gekriegt. Der soll Spritze und Kalke auch im wachsenden Bestand Unkraut bekämpfen. Und GCB, der kommt weg. Da kaufen wir uns dann auch nochmal einen Schlepper. Was das für einer ist, sage ich euch nicht. Und soll auch noch ein zusätzlicher Schlepper geben, aber da verrate ich euch auch noch nichts. Möchte jetzt am Anfang noch ein bisschen mit alter Technik anfangen. Aber ich denke mal, dass die Maschine, wo ich jetzt kaufe, dass die nachher auf dem Hof bleibt und vielleicht noch. Ein, zwei Traktoren dazu kommen, neuere Fendt Vario 8 oder 9er Reihe, so irgendwas. Aber das müssen wir jetzt erstmal alles schauen, wie sich die ganze Sache entwickelt, wie man Geld verdienen können. Dann machen wir jetzt mal nur die schnell fertig. Dann generieren wir auf dem anderen Platz einen Kurs. Dann kann der Cosplay dort weitermachen. Mit dem AI Extension, da muss ich nochmal schauen. Den habe ich jetzt mal deaktiviert, weil das Problem ist, der Helfer funktioniert auch nicht. Wollte das eine Feld dort drüber, wo jetzt grubbert wird, wollte ich mit dem Helfer grubbern lassen, es hat auch nicht funktioniert. Jetzt erstmal schaue, was das Problem ist. Weil eigentlich ist die Karte ausgelegt für helferfreundliche Arbeiten, weil am Feldrand und so ist überall sehr viel Platz übrig, dass der Helfer gut wenden kann und nirgends hängen bleibt mit größerer Maschine. Und deshalb wundert es mich jetzt, warum der Helfer nicht funktioniert. Bei so Sachen
Ich sehe nämlich jetzt auch gerade, dass der Kalk weit abnimmt. Aber da genügt Kalk. Kalk fehlt noch. Das sind jetzt alles so Sachen, wo noch Probleme macht, wo ich gern mit euch lösen möchte, dass ihr mir da auch helft, dass ich euch einfach da ein bisschen mitnehme. Weil es ist eigentlich auch interessanter, wenn ihr mir Ratschläge und so geben könnt, was das Problem ist oder an was es liegen könnte, wie dass ich alles selber mache. Weil ich möchte mit dem Projekt auch ein bisschen mit euch interagieren und dass ihr mir Tipps und Ratschläge gebt bei manche Sache, wie jetzt zum Beispiel das mit dem Kalk oder warum der Helfer funktioniert. So, dann generieren wir da einen Kurs. Ja, das ist eigentlich ein Platz, der sehr schnell gemacht ist. Jetzt ist, denke ich, das ist, denke ich mal, eine Arbeit von 5 Minuten. Weltrandkurs brauchen wir. Generiere. Da weiß ich jetzt auch nicht. Beim Feldrandkurs generiere. Muss ich den jedes Mal bei einer bestimmten Arbeit generiere? Oder ist der denn immer auf dem Feld drauf? Also egal, was ich für eine Arbeit mache. Das weiß ich nämlich jetzt selber nicht. Schreibt mal in die Kommentare, wenn es von euch jemand weiß. Ich habe jetzt die letzte Zeit auch weniger wieder mit dem Curseplay spielt. Ja, ich habe jetzt zurzeit auch viel Multiplayer gespielt bei uns im Projekt. Und da habe ich jetzt in letzter Zeit weniger mit dem Curseplay. Da muss ich mich jetzt auch wieder erst ein bisschen reinfuchsen. Aber ich will das nicht einfach ausprobieren, sondern da möchte ich dann bei so Sachen einfach, dass ihr mir helfet. Macht das Projekt eigentlich auch einfach spannender. Uhrzeigersinn, okay. Ja. Aber da ist jetzt auch. Ja, okay, der überlappt das wahrscheinlich noch ein bisschen. Aber das passt so. Fahrer einstellen. Deaktiviert, okay. Der soll also immer da stehen bleiben, wo er noch gestoppt hat. Okay. Dann düsen wir mal zum GCB. Ich glaube, da ist nur Raps drin. Den bringen wir jetzt zur Dieselproduktion. GCB? Ah, der steht da drüber. Ja, okay. Der Hof ist schon so groß, dass man sich verlaufen kann. Nee, das sieht aber. Ja, ich habe das jetzt gerade gesehen. Okay. Nee, Sonnenblume. Okay. Er will es auch schwarz war. Stimmt, wir haben ja der Raps schon hin. Ja, den haben wir schon zur Dieselproduktion gebracht. Genau. Okay, dann düsen wir mal hin. Dann gehen wir auch gerade noch zum Sägewerk. Mal schauen, vielleicht fällen wir da nur ein, zwei Bäume, dass die Anlage wieder arbeitet. Mal schauen, wie viel das fällt. Wie gesagt, wie ich jetzt auch Geld verdiene, so soll jetzt auch nach und nach neue Produktionen dazukommen. Ein Hof soll aufgebaut werden. 200 Kühe, 200 Schweine und ja, Schafe möchte ich auch machen. Ja, und da wird es halt mit der Zeit immer mehr Arbeit. Jetzt am Anfang muss ich mich jetzt mal konzentrieren, dass die ganze Wälder das angelegt werden oder angesät werden. Ja, schauen wir mal kurz in Global Market. Okay, das ist ja
Genau. Haben wir gar keine Sonnenblume. Diesel, oh. 3.492 Euro. 79.000 Liter, okay. Sonnenblume haben wir jetzt gerade gar keine. Okay. Na gut, ich verkaufe sie aber jetzt trotzdem mal. Dann sehe ich ja mal, was ich da rauskriege. Oder was ich an Geld kriege, sagen wir es mal so. Ich kippe mal jetzt einfach mal da rein. Ja, das sehe ich jetzt auch gerade bei mir oben rechts im der Betrag. Die letzte Zahl, die flackert auch immer ein bisschen hin und her. Das habe ich jetzt auch schon gesehen bei der Feldinfo, da flackert auch immer zwei Gesamthektar Fläche und Gesamthektar, die flackert auch immer ein bisschen hin und her. Da weiß ich jetzt auch, an was das liegt. Verkaufen, okay. Tätig. Boah, doch, der hat Geld gebracht. 62.000 Euro. Jetzt schauen wir aber gerade mal, wenn wir synchronisieren. Dann schauen wir jetzt gerade mal, ob meine Sonnenblumen jetzt schon drin sind. Ja, da sind sie. Genau. Okay. Jetzt schaue ich auch gerade mal, was ich normal gekriegt hätte normal im Shop, aber die Preise im Shop, die sind immer klein bisschen geringer. Also ich krieg da mehr Geld wie im Shop selber. Sonnenblume, da sind sie. Ja, die hätte sich. Ja, der Preis steigt noch. Der Preis wäre eigentlich fast gleich. Da haben wir immer nur 13.741 Liter drin. Ich habe doch jetzt gerade im Global Market 13.000. Ne, 13.002. Okay, ich glaube, da habe ich alle Sonnenblumen mitgenommen. Ich wollte mal einen Teil verkaufen. Okay. Jetzt mal schauen. Mit dem Global Market. Ah! Genau. Ja, das möchte ich auch noch bearbeiten. Das könnte ich eigentlich gerade noch machen. Ich habe ja den Global Market hier hingesetzt. Und das ist jetzt da nur so blöde Krater, ja, so blöde Kraterlandschaft. Das möchte ich jetzt auch noch ein bisschen ändern. Das kann man so nicht lassen. Das ist. Ich hoffe jetzt, dass das nicht so viel Geld kostet, der ganze Misch da. Bisschen größer machen. Da wäre ich nämlich jetzt gerade voll drüber gefahren. Habe ich noch gar nicht gesehen. Und das muss jetzt einfach ein bisschen gerade werden. Das kann man so nicht lassen. Da muss da einfach schön begradigen. Ja, aber das schluckt natürlich Geld. Das ist Wahnsinn. Schaut mal, wie der Betrag zurückgeht. Nur wenn ich da jetzt gleich ein bisschen drüber fahre, dass das gerade wird. Ja, gut, jetzt ist es. Bleibt der Betrag gerade gleich. Dahinter brauche ich eigentlich nichts mehr machen. Da habe ich es jetzt ein bisschen angeglichen. Sieht auch schöner aus. Ich mag das nicht, wenn da so eine blöde Kraterlandschaft ist.
Okay, da macht er jetzt nichts mehr. Jetzt schauen wir mal. Ja, das kann man jetzt so lassen, das ist perfekt. Es geht jetzt schön schräg da runter. Kein Absatz mehr drin. Das da vorne, das mache ich zum späteren Zeitpunkt. Weil, ja, ihr habt gesehen, das kostet mich jetzt wahnsinnig Geld. Das hat mich jetzt fast 10.000 Euro gekostet. So kann man das jetzt mal am Anfang akzeptieren. Und der Rest kommt dann später. Wenn mal genug Geld in der Kasse ist, können wir das machen. Ja, jetzt kann man auch da, können wir jetzt auch schon da schön runterfahren, ohne dass man da irgendwo hängen bleibt. Hey, dann düsen wir mal zum Sägewerk. Mal gucken, was die produziert hat. Weil wenn die Preise jetzt gerade noch gut sind, dann verkaufen wir gleich die Palette, die schon fertig sind. Weil ich muss jetzt gucken, dass Geld reinkommt. Ich möchte unbedingt die, die Felder kaufen. Die zwei Wiese. Gerade schau, bin ich denn da auf dem richtigen Weg? Ne, umdrehe in die andere Richtung. Es ist, wenn man sich nicht auskennt oder nicht gut auskennt. Dann fahrt man irgendein. irgendein Seichzemmel. Ich denke mal, dass das Sägewerk noch produziert. Ja, genau, da bin ich jetzt richtig. Kleine Karte, aber man kann sich doch verfahren. Ja, ich muss mich auch noch ein bisschen reinfuchsen, aber das ist so eigentlich so eine kleine Karte, da kannst du dich eigentlich nicht großartig verfahren. Aber meistens dann, wenn du sagst, da kannst du nicht verfahren, dann verfährst du dich nämlich. Da kommt gleich der Zug, das finde ich auch geil, dass der Schrank runtergeht. Finde ich genial. Okay, der braucht aber lang der Zug. Kommt der heute auch mal noch? Oh, da vergehen ja Jahre. Wisst ihr was? Jetzt mache ich mal was ganz Kriminelles. Hoffe, dass er kommt. Ne, dort hinten steht er. Warum steht er hinten? Ach, stimmt, ich bin vorhin, über den Zug gezappt. Und drin steht er jetzt. Den lasse ich gerade weiterlaufen, weil sonst bleibt die Schrank jetzt die ganze Zeit unten. Und der steht nämlich auch. Muss ich nur schauen, dass ich der Zug auch. Ja, der bleibt wieder stehen. Okay, das mache ich nachher. Ja, jetzt mal, dass wir zum Sägewerk kommen. Da oben ist es. Das mit dem Zug habe ich euch, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Da habe ich vergessen, auf der Karte den Zug zu aktivieren, dass ich auf den
draufzappen kann. Wer mit dem Zug jetzt spielen möchte, der kann das ausschalten, dass man da draufzappen kann. Aber schreibt jetzt mal in die Kommentare, soll ich den Zug auch mitnehmen auf dem Projekt, dass ich ab und zu mal, wenn ich weiter weg irgendwas ernte oder so, dass ich das dann auf den Zug überlade und dann zum Hof bringe, oder soll ich den Zug komplett deaktivieren? Schreibt jetzt mal in die Kommentare. Also ich würde, wenn keine Kommentare kommen, also ich würde wieder deaktivieren, weil ich brauche den eigentlich nicht. Ich möchte lieber selber fahren und fahren und brauche keinen Zug dazu. Schauen wir gerade mal, da sind ordentlich 44.991 Liter. Okay. Da sind Paletten rübergekommen. Es gibt richtig, richtig Geld. So, meine Freunde, da sind wir schon wieder am Ende von der Folge ankommen. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Abonniert doch gerne meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.